Abgesehen davon, dass ohne Subjekt kein Denken denkbar ist, abgesehen davon, dass es kein theoretischer Einsatz ist, Unsinn zu konstatieren, abgesehen davon, dass hier ein Popanz nach dem anderen aufgebaut wird, fragt sich, wozu werden diese Umwege gegangen? Was ist das politische Problem? Weshalb muss das bisherige Denken des Systems und der Struktur verworfen werden? Es wird behauptet, Zitat, in einer Reihe unterschiedlicher linker Praktiken wurde zu wenig bedacht, warum die Leute für ihre Knechtschaft kämpfen, als sei es für ihr Heil. Zitat Ende, noch einmal Katja Diefenbach.